Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde bei Alien Isolation. Mein Name ist nicht Günther Shadow, aber ich schaue gern bei ihm rein. Wir sind jetzt hier wieder an der Haltestelle von San Cristobal und Sexton Synthetics. Wir sollen ja Samuels suchen. Ich war ja das letzte noch mal ein bisschen allein unterwegs und es war ja wirklich gespenstisch. Da wäre ja nichts mehr los auf der Station in den anderen Gebieten. Nur ganz, ganz selten habe ich mal was getroffen, zum Beispiel einen Androiden oder Plünderer. Und die haben sich dann gegenseitig auch gern mal noch ein bisschen fertig gemacht. Da bin ich recht gut durchgekommen. So, jetzt würde ich ja gern bei San Cristobal noch mal ein bisschen reingucken, weil ich mich ja da noch nicht so fett umgeguckt habe und ich bin, glaube ich, gleich mal in die falsche Richtung gerannt. Ich hoffe, es wird diesmal leichter, aber ich weiß, da kommen noch ein, zwei Sachen, vielleicht jetzt auch heute in der Aufnahme, die noch ein bisschen heikel werden. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir das packen sollen. Das letzte Mal, das war wirklich frustrierend und ich muss aber auch ein bisschen mich selbst schimpfen. Ich hätte aufnehmen sollen, wie ich die zwei Androiden niedergeknüppelt habe. Aber das war nach einer Weile, nach dem dritten, vierten, fünften Versuch, war das einfach so frustrierend. Da habe ich mich da nicht mehr rangewagt. Also da war ich so angefressen. Ich habe da nicht mehr auf Aufnahme gedrückt und so weiter. Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen, ne? Und danach ist es ja auch nicht gerade einfacher weitergegangen. Ist das? Das ist ein Schrank, den wir noch öffnen können, aber wie immer ist er leer. Genau, weil ich glaube, hier war man noch nicht so ganz direkt drin, haben noch nicht alles untersucht, ne? Ja, doch, die Ecke, die kommt mir ein bisschen unbekannt vor. Ja, Mist, das können wir alles nicht mitnehmen. Also, Amanda Ripley mag keine Süßigkeiten, keine Zuckerriegel. Naja, gibt's hier auf dem Mars auch Snickers, hatten wir ja schon. Ja, was ist das hier für ein Eck? Ist das wichtig? Ja, Colonial Pigs? Die kolonialen Schweine! Das sind doch bestimmt die ganzen Anwohner hier, oder? So wie die Frontschweine. So, hier können wir was aufschneiden. Was mir auch sagt, dass wir hier noch nie waren, ne? Und ich glaube aber, zu Sexton geht's ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Also vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ja, das letzte, wie ich auch noch rumgeplündert habe, ich bin nicht nochmal nach San Cristobal reingegangen. Das war ein Fehler meinerseits. Vielleicht nehme ich euch da jetzt einfach mal ganz schnell mit. Naja, hat sich auch jemand versteckt. Hat sogar, naja, ich weiß nicht, ZDF-Abendunterhaltung oder wie. Na, scheint kein schönes Programm zu sein. Ja, da muss doch aber hier was... Ah, von der Nostromo noch was. Hat mich gebeten, einen Bericht darüber abzugeben, aha, was mit der Verbindung passiert ist, als wir an die Raffinerie angedockt haben. Aber mir nicht schade. Ich sage Ihnen gerne, was passiert ist. Ich und Brett, wir halten hier alles mit unseren bloßen Armen zusammen. Ja. Man könnte meinen, dass Millionen Tonnen Erz jemanden vom vorderen Deck, jemanden mit einem Vollanteil hier runter bewegen würde. Dass vielleicht mal irgendjemand schaut, ob wir Ressourcen benötigen. Sie wollen das nächste Mal das System rechtzeitig verlassen. Dann stellen Sie die Nostromo einen Monat lang ins Trockendock. Warten Sie, bis wir fertig sind und bezahlen uns angemessen. Parker, Ende. Okay. Noch etwas Nostalgie, zurück zum ersten Alien-Film. Ja, die armen Jungs, also... Ich meine, es waren ja zwei Mädels, waren, glaube ich, dabei, ne? Und die Katze war ja auch ein Bub. Also, die Katze von Ripley, ne? Der Kater, dann natürlich, macht ja Sinn. So, ach, hier wird's dann wahrscheinlich immer noch unschön sein, weil da hat's ja gebrannt, da haben wir ja die erste Falle vom Waits ausgelöst. Ich will dann jetzt aber trotzdem mal gucken, vielleicht gibt's hier ja noch was zu klauen. Deswegen, das wird so ein bisschen Bonusmaterial für die erste Folge. Da nehme ich euch einfach mal mit. Ich hoffe wirklich, dass es hier brennt, ist nicht so ungesund für uns. Zwecks Rauchentwicklung und so. Weil hier sind wir ja, wie wir damals da waren, sind wir ja schnell durch, ne? Wir wollten ja hier nur raus. Denn wir hatten so ein beißendes Vorunkel am Arsch. Naja, sieht aber auch ziemlich leer aus, ne? Aber mit etwas Glück... Ah, oh, schon wieder die Verbesserung für Ionenschneider. Wir haben ja noch nicht mal den Ionenschneider, ne? Aber immerhin kein Signal, also sprich kein Alien, keine Plünderer, keine Androiden, zumindest im Moment. Dental Surgery, ah, da war der Zahnmediziner, na toll, und da liegt noch einer tot rum. Flammenwerferöl, oh yeah, 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 yeah. Oh, war das eine gute Entscheidung, nochmal hier hinzugehen, ne? Boah. Oh, ein Band, okay. Dr. Lingard, mein Name ist Julia Jones, ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. An die erinnere ich mich auch noch. Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor,
Wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Wir haben zu viel Ethanol, fällt mir da auf, aber irgendwie, ich weiß nicht, sowas hier jetzt noch fertig zu bauen, ich glaube, das wäre auch ein bisschen hardcore. Naja, die Impfpistole können wir da noch reinhauen, damit es mal schon ein bisschen weiter ist, aber ja, das, scheiße, wir kriegen das Ethanol im Moment halt leider nicht unter, ne? Muss ich den Flammenwerfer jetzt eigentlich neu laden, damit der ganz voll ist? Sieht so aus, ne? Ich hoffe ja, wir haben jetzt nichts verschwendet. Ne, haben wir nicht, gut. Okay, immerhin, das sind 25 Milliliter, das ist nicht viel, aber ich bin froh, dass wir da überhaupt mal was gefunden haben. Ach, hier ist Wasser, ist die Sprinkleranlage angegangen, hat alles soweit, hoppala, also soweit erstmal alle Flammenherde gelöscht, die gefährlicher sind. Oh, holla, Alter, ich hoffe, hier kommt dann auch nochmal eine gute Speicherstelle. Und natürlich hoffe ich, dass wir hier noch irgendwo was liegen haben. Irgendwo in dem ganzen Pflegebereich. Damit wir uns da noch was mitnehmen können. Damit wir da mit einem Plus wieder rausgehen. Ja, wie gesagt, ich nehme euch da jetzt mit. Das wird einfach ein bisschen Bonus. Ich hoffe, ich halte heute 2-3 Stunden Aufnahme durch. Habe ich da eben Androiden gehört? Nee, ich hoffe doch mal nicht. Nee. Nee, das war eine Täuschung. Okay. Hier irgendwo war doch ein Speicherterminal. Ich erinnere mich doch daran. So, hier sollte ja jetzt wirklich weit und breit nichts unterwegs sein. Obwohl, ja, genau, da war ja vor einiger Weile noch ein Plünderer unterwegs. Und den haben wir da hinten gerade gesehen. Aber ich weiß, den kann ich auch von hinten einfach überfallen. Die Sache ist nur die, ich werde jetzt auf ihn lauern dürfen, ne? Aber, naja, wir haben in der letzten Aufnahme ja... Haben wir diesen einen mit seiner Rüstung, den haben wir niedergeknüppelt, ne? Und das hat mich mit so einer Zuversicht gefüllt. Soll der ruhig vorbeikommen, dann hau ich ihn weg. Tja, kommt er jetzt aber bloß nicht? Kommt er nicht hierher oder lässt er sich einfach nur Zeit? Weil wenn ich jetzt hier unten rauskrabbel und der läuft mir direkt in die Arme, dann habe ich wahrscheinlich geschissen, weil der bestimmt eine Waffe dabei hat. Also ein Revolver. Und den haben wir zwar auch, aber ich finde, da haben wir beim letzten Mal wirklich schon viel zu viele Patronen verballert. Aber wie sieht's aus? Wo ist der Heini? Kommt er gar nicht näher? Ach, der ist da hinten stehen geblieben, okay. Soll er da stehen bleiben? Ich will nur mal speichern gehen. Ach, das ist ein Android. Ach, nö. Ach, das passt mir jetzt wirklich gesagt... Also, das passt mir jetzt irgendwie gar nicht so. Wäre ich doch damals nach der Schule eine Schrottpresse geworden. Ich meine, ich weiß ja, die können kommen und die können verschwinden, ne? Das habe ich ja beim Alleinrumstromern schon so ein bisschen gemerkt. Egal, dann check mal erstmal diesen Bereich hier ab, weil da war ich ja jetzt auch schon eine ganze Weile nicht drin. Okay, hier, das ist auch wieder in Schuss. Es ist halt jetzt verdammt dunkel hier, aber das muss uns nicht weiter stören. Leer, ach schade. Ach schade, ich denke ja mal, der Android, der wird hinten erstmal in der anderen Sektion bleiben. Cool, eine Impfpistole, yeah. Es fängt gut an heute, aber es wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Das ist das große Problem, das wir immer sehen. Arzneiausgabe ist leer. Nachricht an Lingard bei deren Rückkehr. Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert. Was? Nachricht an Lingard bei deren Rückkehr. Da fehlt ein Punkt oder ein Absatz oder so. Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert, bevor Waits ja alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück, Morley. Tja, Foster C. Todesursache geheim. Gut, die wollten natürlich erstmal nicht, dass bekannt wird, dass da ein Viech rausgekommen ist, ne? Stellungnahme zum Bericht. Okay, was ist das? Ja, habe ich ausgewählt. Passiert jetzt was? Irgendwie passiert da nichts. Ich will das gerade schnell nochmal probieren. Auswählen. Ich hab's ausgewählt. Stellungnahme zum Bericht aufgenommen. Nee, aber da passiert nichts, ne? Okay, gut. Wir waren hier, wir haben es ein bisschen abgecheckt. Wir sind ja immer noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt praktisch, dass das Alien halt nicht da ist. Wir können hier überall rumstromen. Ah ja, daran erinnere ich mich. Hier haben wir uns doch mal so schön versteckt.
und noch einen Sensor oder sowas gefunden, ne? Jetzt können wir uns halt auch mal die Zeit nehmen, da noch mal reinzugucken, solange der Android nicht hinter uns herrennt. Ah, hier, diesmal geht's nicht auf, ne? Also manchmal kann man die öffnen, diese Werkzeugkästen, manchmal nicht. Okay, hier waren wir wohl doch gründlich genug. War hier nicht irgendwo eine Leiter nach unten oder sowas? Ich glaube, mich irgendwie daran zu erinnern. Wir sind doch irgendwie in den Bereich reingekommen und da war uns doch das Alien tierisch auf den Fersen, ne? Und irgendwie, ich glaube, wir sind doch mit einer Leiter da hochgekraxelt. Okay, das ist eine Leiche. Oh, wie die Augen gerade so im Dunkeln, ne? Wie das dann so ein bisschen aufgeleuchtet ist. Hier sind doch normalerweise als so kleine Schränke gewesen. Nein, hier in dem Quartier leider nicht, okay. Da können wir den Alkohol hier nicht mitnehmen. Oder ist es kein Alkohol? Auf der anderen Seite Ethanol haben wir eh mehr als genug. Ja, Scheibe. Das hier bringt uns schon mal nichts. Mist. Okay, aber wir schauen uns in den anderen Ecken noch um. Ich glaube, ich brauche das auch jetzt, so ein bisschen gechillt hier rumzulaufen. Ach, ich bin ja blöd. Um hell zu machen, könnten wir ja den Flammenwerfer rausholen, ne? Weil das kostet uns ja keinen Sprit. Hygiene Area, ja, die Dusche. Na, okay, vielleicht haben sie da ja irgendwas hinten dran. Nee, haben sie nichts versteckt. Schön wär's gewesen. Ja, beste Türsensoren ever. Gehst drauf zu und dann fällt's vor dir ins Schloss. Also so, nach dem Motto, hehe, kommst hier nicht rein. Türmodell Hakan. So, weil wir sind doch hier irgendwie mal von hinten gekommen, ne? Also von hinten hier, von aus dem Bereich, wo ich jetzt gerade hinblicke, ne? Als uns das Alien noch auf den Fersen war. Also gab's da doch irgendwie einen Weg, den wir genommen haben müssen, um von da hinten gekommen zu sein, ne? Wo war das? Ja, hier, Senior Medical Officer war mal. Ja, ich will jetzt gerne... Ach, da sind wir hier durch den Schacht runtergefallen, ne? Ja, okay, das würde einiges erklären. Nee, Mist. Oh, Happy Hippo. Mist, nee, dann können wir hier auch gar nicht weiter nach San Cristobal zurück, so wie es aussieht, weil, ja, gibt ja dann keinen Weg. Weil wir können ja nicht einfach so hochhüpfen. Wir sind ja nicht Spider-Man oder Batman oder sowas. Na gut, aber wir haben das eine Terminal noch durchgelesen. Das hat man ja vorher nicht. Okay, und da hören wir den Androiden schon laufen. Also ist auf jeden Fall das Signal wieder aufgeploppt. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht bleibt er ja da stehen. Solange er auf dem Gang bleibt, soll es mir dann recht sein. Naja, aber im Moment habe ich gar nichts hier. Das ist auch befremdlich. Ich meine, Android... Oh ja. Hier direkt hinter der Wand. Der wird uns doch nicht gehört haben, oder? Würde ich ja gern, aber deine Mutter belegt alle Sitzplätze im Flugzeug. Geh nach Hause. Hat er was umgeschmissen? Ich weiß nicht, oder? Wo steht er jetzt? Na, der haarlose Stationsweißling will nur, dass ich einen Fehler mache. Er ist immer noch recht nah. Sagt der Bewegungsmelder. Nee, passt schon zu dem Standard, den ich von Sixen kennengelernt habe. Lass mal gut sein. Ist er jetzt aber weiter hier drin oder ist er rausgegangen? Er bewegt sich im Moment gar nicht. Weil so schnell gehen die ja nicht weg, diese Androiden, ne? Ja. Ich meine, haben wir hier jetzt was gefunden? Wir hatten das Terminal, ich habe gespeichert. Vielleicht können wir den von hinten erwischen. Ich könnte es ja mal versuchen. Oh. Naja, er geht gerade. Der kurze Moment hat ihn wohl nicht auf uns aufmerksam gemacht. So, bitte bleib hier mit dem Rücken zu uns stehen. Und. Ja, ja, ja. Ah, nein, das war nichts. Ich hätte es bei einem Schlag lassen sollen. Ja, ich weiß schon. Ich will das aber nochmal probieren. Ich weiß ja, dass es geht. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, ne? Scheiß Androiden. Einmal schlagen, wegrennen, so nach dem Motto. Wenn ich ihn nur irgendwie... Können wir den Ladungsheber... den Wartungsheber. Ich sag immer Ladungsheber. Oh. Ich weiß ja gar nicht, warum. Ja, ja. Am Arsch. Hat er uns schon gesehen, der Milchbubi? Ich meine, die wissen ja immer, wo wir sind, aber er wird uns ja wohl nicht, na, das ist scheiße. Weil in den Schrank guckt er 100% rein, weil die wissen ja immer, wo wir hingehen.
Oder? Na? Schauen wir mal. Ja, er kommt gerade da vorne. Genau. Ich werde sie sowieso finden. Wenn er jetzt aufmacht, dann wissen die eh automatisch immer, dass man hier drin ist, ne? Das wäre so typisch Android. Ich würde gern 4 Gewinn spielen. Ich teile die Chatons mit dem Revolver aus. Ah? Das ist sicher nur ein Missverständnis. Was? Da kommt ein zweiter. Ach ne, sind hier wieder so viele unterwegs. Atem anhalten? Warum sollte man für die Androiden den Atem anhalten müssen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, dass da zwei unterwegs sind, das stört mich schon wieder bei meiner Plünderei. Jetzt würde ich es ja fast schon gerne wieder offscreen machen, ne? Aber auf der anderen Seite, ich wollte ja ein bisschen was mit euch aufnehmen, aber wenn da jetzt wieder zwei rumrennen, das ist auch nicht gut. Ah, jetzt sagt er wieder was verkehrt, hä? Vielleicht sollte ich einfach nochmal mit dem Fahrstuhl wegfahren, wieder herfahren, vielleicht sind sie dann wieder weg. Ich habe ja auch gesehen, dass das passieren kann. Ah. Dies ist eine von Sixen unterstützte Einrichtung. Ja, ja. Mach einen Abgang. Hätte ich doch nur mehr von allem, ne? Dann würde ich dem jetzt einfach eine Rohrbombe reindonnern oder so. Hm. Oh, oh. Er kommt näher aus irgendeinem Grund. Warum? Geht er hoffentlich auch gleich wieder. Nein, nein. Was, Joe? Aber wenn da steht, ich sollte einen Helm tragen, dann sollten sie mir auch einen Helm geben. Könntest aber mal gehen, Junge. Och, nö. In die andere Richtung, du Depp. Oh, doch? Hm. Das könnte eine Chance für mich sein. Okay, das hat soweit mal getroffen. Also, das hat mal geklappt. Okay. Seht ihr, genauso habe ich das halt da hinten in Solomons Galerie gemacht, ne? So, aber jetzt könnte es natürlich sein, dass er hier unter den Tisch guckt. Versuchen wir mal still zu bleiben. Und da müsste ich ihn halt nochmal von hinten erwischen, ne? Ja, ja. Hä? Was war das? Hä? Hä? Der ist einfach um die Ecke gerannt und hat unter den Tisch getreten, oder was war das? Oder war das ein Bug? Ich habe keine Ahnung, Leute, was das eben war. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und ich hatte ja durchaus schon einiges in dem Spiel. Na okay, aber ihr habt ja gesehen, wie es sein sollte. Ich versuche, die mal wieder offscreen auszuschalten. Das mache ich jetzt halt doch offscreen, sonst wird es wieder einfach viel zu lange dauern, ne? Und dann gehe ich nochmal gemeinsam mit euch hier durch, ne? Also, bis denn. Haut rein. Aha, aber das Osselpinchen lernt aus seinen Fehlern und schneidet euch jetzt was zusammen, so dass ihr mal mitkriegt, wie das denn so abgegangen ist. Ja, das ist natürlich nachkommentiert. Da habe ich einfach während dem Spielen, ich habe ja zig Versuche gemacht, habe nur einiges mitgeschnitten. Ja, wie ihr da seht, ich flüchte gerade, weil wieder ein Angriff gelungen war und hoffe, mich jetzt irgendwo verstecken zu können. Und da gibt's ein paar Räumlichkeiten, die ich mir da speziell rausgeguckt habe. Zum Beispiel, wenn man hierhin zurückrennt, die Androiden können einem zwar hierhin folgen, aber sie machen es nicht unbedingt. Weil das ist ja doch ein ziemlich weiter Weg. Da verlieren sie unterwegs scheinbar ein bisschen das Interesse. Vielleicht haben sie auch einfach nur ein scheiß Kurzzeitgedächtnis, ne? Wie so eine Amöbe. Und darin besteht halt meine Chance, dass sie irgendwann aufgeben, mich zu verfolgen, ich wieder hinterrennen kann und dann geht die Geschichte von vorne los. Hier versuche ich wieder einen Angriff zu wagen. Ich vermute ja, dass der schon beschädigt ist. Da hatte ich dann gehofft, ich könnte ihn einfach niederprügeln. Das wird aber leider nicht klappen. Und ich wundere mich, dass er mich da nicht bemerkt hat. Und unter das Bett habe ich mich gelegt. Naja, natürlich, weil ich nicht will, dass er mich direkt sieht und weil ich die Hoffnung habe, dass er vielleicht hier entlang läuft. Was er aber dann wohl nicht getan hat. Wenn er mir halt so lange den Rücken zudreht, ne, dann werde ich halt angreifen müssen. Es schlägt 13 Uhr! Da hat eben sich wie so ein Brummkreisel gedreht. Ja, jetzt will er uns natürlich wieder schnappen, also versuchen wir uns wieder irgendwo zu verstecken. Wahrscheinlich wieder hinten im brennenden Abteil. Da gehen diese künstlichen Menschen ja nicht so gerne hin. Ich gebe mir da auch keine große Mühe, sehr leise zu sein, weil bemerkt haben sie uns eh schon, es geht ja nur darum, dass sie irgendwie aufhören, uns zu verfolgen. Und ich glaube, rein von der Spiellogik her, da müssen wir einfach genug Abstand zwischen uns bringen.
So, nächste Aufnahme, also nächster kleiner Aufnahmeschnipsel. Wir sind in diesem Labor unter dem Tisch, da ist er die Tür reingelaufen, will jetzt nicht mehr ganz rausgehen. Jetzt hoffe ich, dass er sich halt nochmal umdreht, damit ich ihm noch ein paar Schläge geben kann und dann vielleicht wieder irgendwie davonkommen und speichern kann. Wisst ihr was? Den ihre Schuhe, die habe ich jetzt wirklich schon oft genug gesehen. Schnippelibatz! Oh nein, mein Nagellack. Wieder mal ein schöner Schnitt. Diesmal haben sie mich bis hier hinten verfolgt und die latschen einfach durchs Feuer. Das macht denen natürlich nichts aus, ne? Bis zu 210. Scheiße. Ich glaube, naja, vielleicht kann ich sie abhängen. Ich versuch's mal. Ach nein, der andere geht jetzt andersrum, weil er ein Penner ist. Na, mal gucken, ob das was wird. Lahmärsche. Und ich gedulde mich mit euren Strapazen, ihr Idioten. Auf Wiedersehen. Schluckt meinen Staub, ihr Lümmel. Ach, die Amanda, die hat's nicht leicht. Und hier versuche ich mich mal wieder anzuschleichen. Ich weiß, irgendwo da vorne ist einer der Androiden. Aber ich kann nicht genau lokalisieren. Ich sehe ihn auch nicht so richtig. Aber ich weiß, dass er da ist, ne? Ich sag ziemlich oft ne und und so. aber so sagt der Kronk auch recht häufig. So fangen seine meisten Videos an. Ist er da drin? Gut, er bewegt sich. Dann haben wir wenigstens wieder ein Signal. Ist nicht so zufriedenstellend für mich, die Situation hier. Werde ich halt mal gucken, dass ich ein bisschen näher rankomme. Zeig dich schon, du blöder Milbenkäsemann. Ich wünschte, er hätte mehr von Käse, dann wäre er vielleicht durchlöcherter. Ne, ihr habt den auch rumsabbeln gehört. Ich wünschte mir, ich hätte einen Spaten. Dann wird's aber sowas von eine Schelle geben. Schelle links, Schelle rechts. Dann nochmal von oben mittig drauf, ne? So richtig vertikal mitten in die Birne. Amanda Oselpinchen ist vorsichtig, aber... Ja. Der steht mir eigentlich viel zu nah an der Tür. Der hat uns wahrscheinlich viel zu gut gesehen. Solange du nicht unter das Bett trittst, ja. Na komm, geh schon austreten. Zeig die. Zeig die, du Barzi. Ich hasse es, wenn die Feinde nicht kooperieren. Da kriege ich eine Wut. Da möchte ich gerade so eine Dynamitstange mit einem Golfschläger, mit einem Driver mitten in ihren Hintern reintreiben. Und die Lunte brennt natürlich schon seit vorgestern. Was ist das jetzt eigentlich für eine komische Stimme, die ich hier habe? Ja, das wäre reif für ein Outtake gewesen. Na komm schon, du Lümmel. Zeig dich. Zeig mir alle Facetten deines ungeschlechtlichen, gottgleichen Körpers. Gebaut wie Ken, im Gehirn wie Barbie. Uiuiui. Und erotisch wie eine Salzsäule. So, ich habe ein paar Fets gemacht auf dem Gang, also ein bisschen Krach gemacht und schon sind die beiden hier unterwegs. Und ich bin ein bisschen in Bedrängnis, ich weiß nicht, ob ich hier lebend rauskomme, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht hat er vor, mich zu treten, aber er packt's nicht, weil er mich nicht genau kriegt. Und der andere steht ihm jetzt im Weg rum, ne? Also, schaut euch das mal an. Der hätte Stepptänzer werden sollen. Stattdessen ist er Badezimmerfugenauslecker geworden. Und er hat gelernt, gelbe Streifen auf Hosen der Größe L aufzutragen. Andere Größen funktionieren nicht, weil er hat irgendwie das nicht so raus mit der Umrechnung von Länge und Breite und so weiter, ne? Ja, und mir steigt er gerade gehörig auf die Nüsse. Kommen Sie bitte raus. Du hattest doch schon ein Coming-out! So, ähnliche Situation, aber sie haben sich wohl ein bisschen abgeregt. Ich versuche jetzt wieder einen zu schlagen und dann irgendwie davon zu kommen. Wenn der Zeitpunkt günstig ist, ich glaube, er ist günstig. Jawohl! Na, hörst du die Glocken von Rom bis hier draußen? ja. Und ich gehe dann mal wieder an meinen kuscheligen Ort, den ich mir in Gedanken vorstelle. Jo, diesmal konnte ich mich nicht so gut verstecken, musste ganz ans andere Ende der Einrichtung laufen. Direkt hinter der Säule steht er. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn irgendwie erledigen kann oder ob ich dabei draufgehe. Der guckt halt doch zu sehr zur Seite weg. Der wird es wahrscheinlich merken, wenn ich ankomme. Aber ich will es auch versuchen. Kleiner Tipp, der Versuch war scheiße.
Glücklicherweise hatte ich kurz zuvor gespeichert und konnte es jetzt nochmal probieren. So, Mist, die Tür da hinten ist zu. Jetzt muss ich halt irgendwie an ihm vorbeirennen. Ja, da drin, da müsste ich ihn eigentlich, wenn er stur auf mich zuläuft und der andere mir nicht entgegenkommt, da müsste ich ihn abschütteln können. Das ist in diesem Bereich nicht gestattet. Was? Atmen? Denken? Ihr macht das ja alles nicht. Und rennen können sie ja zum Glück auch nicht. Du und welche Armee? Jetzt habe ich den Dummspruch auch mal gesagt. Aber fast wie vermutet, da kommt Verstärkung von hinten, deswegen versuche ich jetzt Flucht nach vorne. Den beiden ein bisschen auszuweichen. Jawohl, klappt doch. Yep, yep, yep. Dasselbe alte Spiel, schon wieder von vorne. Kriegt der zweimal auf die Nuss und dann hauen wir ab. Ah, der ist immer noch nicht tot, ne? Dem habe ich jetzt bestimmt schon 6-mal auf den Hinterkopf gehauen. Oder war das der andere? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich sie beide schon mal ein bisschen angekratzt. Ich kann die ja nicht großartig unterscheiden. Alle Tage wieder. Auf die Nüsse. Überraschung, er ist noch nicht K.O. Aber ich will eigentlich auch unbedingt von beiden die Killshots aufnehmen, ne? Also, wenn einer umfällt, ne, dann will ich das eigentlich auf der Cam haben. Deswegen nehme ich eigentlich jetzt auch jeden weiteren Schlagversuch auf. Ich gebe zu, die Flucht, das ist jetzt nicht unbedingt ultra interessant, aber ist jetzt hier halt mal noch mit dabei. Ich wollte nicht einfach während dem Flüchten dann schnell auf die Aufnahmetaste drücken. Das hätte mich abgelenkt. Ja, ja, Hotshots, der dritte Versuch. Vielleicht stürzt er jetzt ja endlich um. Ja, du Sack! Das verdienst du richtig! Ja! Nur ich fühle mich ein bisschen betrogen vom Spiel, dass da jetzt irgendwie kein Schlagsound dabei war. Das hätte mein Herz richtig aufgehen lassen, aber ich bin froh, der erste ist weg. Der zweite, der ramisiert noch irgendwo rum. Dem werden wir noch ein bisschen die Fontanelle mit dem Stahlteil massieren müssen. Aber jetzt erstmal in Sicherheit, weil vielleicht geht er ja dahin, wo der andere gerade eben abgenippelt ist. Die stehen ja scheinbar irgendwie in Kontakt. Ja, der stiefelt jetzt traurig hier rum und sucht sein Verlobtes. Ich sag nicht Verlobten oder Verlobte, weil die haben ja kein Geschlecht. Batz, da! Kannst da hingehen, wo der auch ist, aber wohl nicht jetzt. Der Vollidiot sagt Synthet. Mann, scheißen die Tauben hier groß auf! Ach, der lebt immer noch. Nein, ich möchte nicht deine Stromkabelkollektion bewundern. Hast eh eine ziemlich kurze Lunte. Und guckt mal, wer uns da wieder sein Hinterteil zudreht. Richtig die weiße Milbe. Alle guten Dinge sind zwei. Bams, bams! Wir wissen ja, Menschen haben von vielen Sachen zwei. Ich denke jetzt an was Bestimmtes, aber ich verrat's euch nicht. Und der Hiwi macht auf Zivi. Bams! In your face and rectum and... Oh. So, liebe Leute, also ich habe ja aus meinem Fehler gelernt. Ich habe euch ein Potpourri zusammengeschnitten von meinen Versuchen, die zu killen. Und wenn alles ja geklappt hat, dann habt ihr eben gesehen, wie der hier auch noch umgekippt ist. Jo, also, es hat 20 Minuten gedauert. Wirklich, wirklich eine stressige Sache, aber es ist machbar. Puh, okay. Ich habe unterwegs beim Vorbeirennen zufälligerweise einen Medikit gefunden. Den haben wir jetzt also hier schon im Inventar. Den habe ich halt einfach eingesteckt, weil ich habe ja nicht gewusst, ob das jetzt so gut klappt, ob sich die Androiden nicht vielleicht doch wieder erholen. Aber es hat ja zu guter Letzt doch geklappt. Irgendwie jeder so 6 oder 8 Schläge irgendwie. Das war ja heftig, ne? Hat sich ein bisschen gezogen. Ich meine, die hier, die waren auch noch nicht verletzt. Die haben sich noch nicht mit anderen Plünderern auseinandergesetzt. Tja. Okay, aber jetzt ist im Moment der Bereich frei. Wir können nochmal alles durchsuchen. Medikit, ja toll. War schön, dass ich den gefunden habe. Und hast du was dabei? Das war der erste, den ich umgehauen habe. Natürlich hat er nichts dabei, ne? Also Medikit ist eigentlich nicht das, auf das ich gehofft hatte, weil verwenden wir ja eh so gut wie nicht. Weil ja eh eigentlich alles ein One-Hit-Kill ist, oder wenn nicht ein One-Hit-Kill, dann ein Two-Hit-Kill. Ja, das bringt dann auch nicht so viel. Einmal wird man entdeckt und das war's dann, ne? So, hier waren wir ja schon mal drin, das ist ja dann Foster. Hm. Ja, sieht nicht aus wie das blühende Leben, auch wenn wohl irgendwas aus ihr rausgeblüht ist. Ich glaube ja, diese Terminals und so, das hatten wir ja alles durchgelesen. Wenn nicht, könnt ihr ja hier nochmal auf Pause drücken und es euch selbst durchlesen. Aber ja, das ist eigentlich genau das, was wir ja eigentlich schon hatten. Ja, ja, hatten wir alles schon. Also ich hoffe, dass da noch mehr als ein Medikit rumliegt, wenn ich... naja, wir haben es versucht, ne? Da kann man uns nicht vorwerfen, dass wir es nicht versucht hätten. Das ist der Umkehrschluss daraus. So, ich meine, so ein großer Raum, ne? Hier hatten wir ja voll die Arschklammer am Laufen, weil das Alien ja ständig hin und her gelaufen ist. Hier hat es doch auch ein paar Plünderer gesnackt, die Leichen sind verschwunden.
Aber das war ja auch an ein, zwei anderen Stellen der Station so. Die sehen teilweise leerer aus als zuvor. Also auch dort alle Leichen weg. Allerdings seltsamerweise in dem einen Abteil. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Da sind neue Leichen hinzugekommen von Androiden. Aber keine menschlichen Leichen, keine Plünderer, nix, ne? Das verunsichert mich jetzt doch immer noch ein bisschen. Ja. Na toll, jetzt haben wir die zwei erschlagen, haben einen Medikit gekriegt und am Ende wird's das gewesen sein. Aber wir hätten's wenigstens gemacht, ne? Ist bloß blöd, dass ich jetzt hier wieder 20 Minuten Zeit dann verschwendet hab, plus minus. Ihr habt ja gesehen, was das für ein Hin und Her war. So wirklich Guerilla-mäßig einmal draufschlagen, wegrennen, draufschlagen, wegrennen, draufschlagen, wegrennen. Na, ist hier noch was leer, natürlich. Ohne Ausweis, grad cool. Und das hier, was ist das? Ach, damit können wir die Tür öffnen, okay. Bitte irgendwas, 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 aber kein Ethanol. Irgendwas anderes. Weil Ethanol haben wir ja im Moment leider doch etwas voll. Ich meine, eigentlich dürfte ich nicht leider sagen, ne? Aber ja, wir können es im Moment nicht weiter verwursten. Wir bräuchten eher die anderen Sachen. Na, kein Glück, ne? Ja, Ausweiskarte haben wir gekriegt. Ist auch was wert, ist auch was wert. Aber das ist ja nur für die Achievements. Hast du was dabei? Ach, sein leeres Grinsen ist genauso leer wie seine Taschen. Was? Och, nee. Nee, sag mir nicht, dass hier jetzt noch... Also hier jetzt schon frischer irgendwo aufgetaucht ist. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber ich weiß ja gar nicht wo, also... Sehr seltsam. Nee, ich glaube, dann können wir gleich zurückgehen und eigentlich bei der Hauptmission weitermachen, ne? Und dann habe ich irgendwann auch mal die erste Folge im Kasten. Ich will nochmal schnell speichern. Ja, hinten haben wir uns ja eigentlich alles angeguckt, würde ich sagen, ne? Medikit. Wegen einem Medikit, so ein Stress, ne? Ich glaube, das mache ich doch das nächste Mal dann nicht mehr. Da renne ich nicht mehr hier einfach rum und versuche einfach, diese Androiden umzuhauen. Viel Aufwand, war leider nicht so ergiebig. So, aber was war das für ein Signal da hinten? Wenn es ja ein Mensch wäre, dann hätte ich ja Hoffnung, dass wir vielleicht eine Revolverpatrone kriegen, wenn wir den abziehen. Aber wenn es noch ein Android ist, ich bin doch nicht blöd und leg mich nochmal mit denen an, ne? Das müsste ich jetzt wirklich nicht haben. Irgendwann muss doch die Sevastopol auch mal leer sein. Also, die Menschen, die haben doch eh schon die ganze Zeit geschissen. Da müssten die meisten hinüber sein. Wo geht's eigentlich hier hin? Krisenstabilisierung. Oh, ich glaube, da will ich auch noch hingehen. Ach, ich weiß nicht, Leute. Das macht die Folge dann nochmal ein bisschen länger. Oder ich bin doch so arschig und schneide, obwohl wir nicht groß vorangekommen sind, einfach mal, wenn wir da dann durch sind, einmal. Ich weiß es nicht, Leute, es tut mir leid. Hast du was dabei? Dich hatten wir wohl mal überprüft, okay. Ja, hier, das war mein toller zweiter Sicherungsort. Also hier gibt es ja auch einen Speicherstand und da vorne. Da bin ich einfach immer hier hin und da vorne hin, ne? Einfach immer im Wechsel. Weil die Androiden haben dann irgendwann wirklich aufgehört, mich zu verfolgen. Wo? 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 Wo, Gott verdammt? Wo soll da was sein? Hinter der abgeschlossenen Tür wahrscheinlich. Was würde Sinn machen, ne? Ja, was war die Krisenstabilisierung? Es tut mir leid, ich muss da jetzt nochmal hingehen. Also vielleicht schneide ich mal ein bisschen unvorteilhaft, aber ja, es ist ja für unsere Beute und so, ne? Wir müssen ja einfach ein bisschen vorankommen und uns bessern und dann kommen wir hier zurück und dann laufen die Androiden wieder rum. Ja. Ach, Ozzelpie, lass deine Gedanken nicht so im Kreis drehen. Halt's Maul und spiel. Ja, ich weiß, wir sollen immer noch zum Symet-Turm, aber vielleicht ist hier ja noch was. Genau, hier hat uns doch das Alien auch die ganze Zeit gejagt, ne? Ja, das war doch hier, oder war es nicht? Dann will ich hier jetzt nämlich auch nochmal durchgucken. Da kann es nämlich sein, dass ich mal Schrott liegen gelassen habe. Das kam mir nämlich so vor. Ist da noch eine Ausweiskarte? Nee, was ist denn das? Ach, das sind Wachsmalstifte. Und ich habe schon die Hoffnung gekriegt, ne, das wäre was. Ah, jetzt können wir ja hier in jeden Raum nochmal reingehen. Ja, das finde ich eigentlich echt toll, dass es außer Betrieb müsst. Hätte ich jetzt mal geguckt, was das macht. Außer hier rennen natürlich auch noch Androiden rum, dann wird es mir zu blöd. Keine Ahnung, ob ich die dann offscreen wegmachen würde oder ob ich es einfach lasse, ne. Waren wir hier überhaupt irgendwann schon mal drin? Wir haben ja einen Flammenwerfer. Da benutze ich jetzt keine Taschenlampe. Ja, Flammenwerfer, ne, damit kann man eigentlich Taschenlampe voll sparen. War voll dämlich von mir. Hätte ich öfter mal so machen können. Seit wir den Flammenwerfer ja haben.
Okay, ja, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. So, wie schaut's denn aus? Ja, Neuverkabelung ist. Damit können wir hier jetzt auch nicht mehr viel machen. Ich kann vielleicht die Energie von diesem Teil da einschalten, ne? Ach komm, Luftreinigung aus, Alarmsystem aus. Ich habe da aber mal gehört, Raum wechseln, genau. Aha. Darauf habe ich nämlich nie geachtet. So kommt man nämlich vielleicht auch in andere Räume, auf die man nicht geachtet hat. Aber ja, die Tür da ist aktiv, also da waren wir dann eh schon mal oder könnten eh noch mal hin, wenn es sein müsste. Ja, okay, benutzen wir das. So, und dann gehen hier die Rollläden auf und dann sehen wir... Ist das nicht da unten, wo es eigentlich brennen soll, aber weil wir jetzt hier sind, während wir nicht mehr hier sein sollten, brennt es da nicht oder was? Also wenn es Alien da wäre, würde ich das eher... Ach komm, ich mach's gleich wieder runter. Vielleicht werden wir hier ja nochmal durchgejagt. Weil da können die schön von den anderen Zimmern rüber gucken, ne? Das wäre nicht so vorteilhaft, wenn wir dann da rumlurchen und die sehen uns. So, ja, genau da wollte ich ja eigentlich nochmal hin, ne? Okay, puh. Gut. Beziehungsweise eher nicht gut, weil hier liegt ja scheinbar nichts rum. Ich meine, ich weiß nicht, in welchen dieser Krankenzimmer wir da jetzt eigentlich im Einzelnen drin waren und in welchen nicht. Deswegen schaue ich jetzt einfach in allen nochmal. Da haben wir ja genau die Karte gefunden. Ach, aber die Leiche haben wir noch nicht durchsucht. Ah, da sind wir damals so schnell durch, ne? Schnell weg, Alien! Was kann ich denn da noch durchsuchen? Wieder den. Was bringt das? Ich hab's jetzt benutzt, aber nichts passiert. Hätte da was passieren sollen? Vielleicht das erste Mal, als wir hier waren, ne? Oder es war in Bug. Könnte natürlich ein Bug gewesen sein. Ja, hier waren wir ja auch öfter drin. Hatten wir hier das Terminal mal ganz gelesen? Das frage ich mich gerade. Aufwachraum. Ich habe soeben einen Patienten gefunden, der seit Tagen im Aufwachraum festsaß und sich diesen Scheiß über schöne Sonnenaufgänge und frisches Frühstück anhören musste. Uns wurde aufgetragen, die Anlage im Zuge der Stilllegung zu räumen, aber das heißt nicht, dass wir unsere Pflicht gegenüber den Patienten ignorieren können. Kann ich mich jetzt nicht ganz genau dran erinnern. Aber ich könnte es mir natürlich vorstellen, dass wir das mal gelesen haben. Aber wie gesagt... Ja, okay, das kommt mir bekannt vor, ja. Aber der erste Eintrag, da war mir irgendwie nicht so im Gedächtnis. Ja. Ja, da gehe ich gleich hin in diesen Bereich. Ich will erstmal hier alle Krankenzimmer fertig abgesucht haben. Vielleicht sollte ich... Da war doch eine Neuverkabelung. Ja, die dümmsten Türen der Welt! Vielleicht kann ich ja hier irgendwo noch eine Geheimtür öffnen oder so. Oder irgendeinen Schrank. Keine Ahnung. Luftreinigung, ja komm. Raum wechseln. Ja, nee, das ist ja kein Unterschied. Das ist ja hier immer die gleiche Ecke. Aber da hätten wir die Tür theoretisch sperren können. Das heißt, vielleicht hätten wir da dem Alien den Zugang ein bisschen reduzieren können. Also damit es uns nicht direkt hinterher hätte kommen können, wenn wir da die eine Tür zugemacht hätten. Oder wir hätten uns da so lange drin einkeigern können, bis wir wussten, das Alien ist woanders hingegangen, ist nicht mehr so aggro. Weil es da vielleicht dieser Raum nur eine Tür hat. Ja, ich laber jetzt sehr viel hypothetisch. Öttel, Öttel, schicker, schicker, Öttel, Öttel, schicker, schicker. Ja, ja, alles klar. Mann, das ist ja hier so total unergiebig, Mist. Öttel, Öttel. Echt, das Gerät, das hat seine besten Zeiten schon hinter sich, glaube ich. So, wollte ich hier hin? Ja, ich glaube, ich wollte hier hin, genau. Ah, hier hat uns das Alien mal, genau hier, mal durch den Lüftungsschacht gezogen, dieses Mistvieh, ne? Wird so schnell nicht mehr passieren. Und Duty Doctor, genau, das ist der andere Durchgang. Okay, ja, hier haben wir alles abgesucht. Ich hatte ja gehofft, wir hätten irgendwo mehr übersehen, ne? Ja, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber ich glaube, sie ist schon fast tot heute. War auch nur fast. Ja, danke schön fürs Speichern. Ich sollte was trinken, der Hals fängt an rau zu werden. Es wird ja jetzt draußen auch immer kälter und es wird auch schon früher dunkel. Das passt eigentlich genau für so ein Spiel, ne? Wenn es früher dunkel wird. Es gibt dann halt eine tolle Atmosphäre. Und vielleicht kackt man sich nebenbei mal ein bisschen ein. Da läuft der Stuhl so das Bein entlang. Ach ja. Ja, das haben wir ja alles mal gesehen. Lang, lang ist her, ne?
Für mich immer noch eine der schlimmsten Szenen. Ich sag jetzt bewusst eine der schlimmsten Szenen, weil ein paar Stellen mit diesen Androiden, die waren mir jetzt doch zu hardcore. Und ich weiß, da kommen vielleicht noch ein paar Androidenstellen, die nochmal so richtig böse werden. Da hoffe ich, dass ich mich irgendwie durchschleichen kann, weil ich will nicht immer hier diesen auf den Hinterkopf schlagen und so machen oder Schlimmeres, vielleicht sogar noch was Zeitaufwendigeres. Ah, das hier hat man noch nicht und leer. Wer morst hier? Na, ist mir auch gerade egal. Ah, so eine Scheiße. Das war jetzt doch irgendwie mal gar nicht ergiebig. Mist. Moment, aber ich glaube, das war doch in der Küche, wo man noch ein bisschen Schrott war. Oder hatte ich den... Nee, da hatte ich wohl wirklich mal gespeichert, wie ich den mitgenommen hatte. Weil der lag hier auf dem Tresen. Okay, habe ich jetzt gecheckt, ist wirklich weg. Ja, fuck. Und da hinten, da gibt's ja nicht mehr viel. Da haben wir ja jetzt, glaube ich, fast alles, ne? Was haben wir denn hier? Ach, das ist ein Aschenbecher. Na toll. Hier gab's ja noch nicht mal ein Terminal, ne? Ja, dieser Raum, der war auch so ein bisschen eine Todesfalle. Weil nur diese Schränke und die Schränke, also... Das ist wirklich Wahnsinn, in so einen Schrank zu gehen, weil dann stellen sie sich da vor und man verröchelt eh, weil die Luft ausgeht. Also das ist Sauerstoff, ne? War man hier schon mal drin? Ne, echt jetzt? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es ist halt auch schon eine Weile her. Können wir hier vielleicht auch noch einen Raum wechseln? Türzugriff ist an, ja. Raum wechseln, Türzugriff ist an. Kamerafeed mache ich mal aus. Ah, ne, aber sonst, die Türen sind alle aktiv. Naja. Was war das hier? Ach, das ist eine Abkürzung zu Morleys Büro oder Senior Consultant. Ja, auf jeden Fall. Gerät unzureichend immer noch. Glaubt ihr's? Was soll man an dem noch drehen, damit wir das endlich gescheit verwenden dürfen, ne? Auch hier drin, der Knochen-Otto ist immer noch da. Ups, jetzt hat er den Kopf verloren. Da war doch der Morley drin, oder? Nee, der Coolman war das, der gefressen wurde, genau. Wenn wir da rein könnten, vielleicht gäbe es da auch noch was zu mitnehmen. Och nö, jetzt ist hier auch wieder ein Android. Nee, Leute, mit dem schlage ich mich gar nicht groß rum. Wir haben ja gesehen, es hat sich hier kaum gelohnt. Da könnte ich sogar eher das Spiel wieder laden, anstatt da irgendwas rumzuprobieren, ne? Ah, es sieht wirklich nicht sehr rauschend aus hier. Ach komm, ein bisschen Revolver Moon oder sowas. Das wäre doch toll gewesen. Jetzt frage ich mich bloß wirklich, ob die Androiden einfach immer mal wieder so spawnen. Oder, ob es da halt doch eine endliche Anzahl, sag ich jetzt mal, gibt. Also, dass sie halt einfach irgendwann fertig sind, ne? Dass da keine mehr nachkommen. Also, dass jetzt hier zufällig einer im Gebiet rumläuft und wenn man den killt, läuft hier keiner mehr rum. Da müssen wir wieder hin. Oder war doch hier? Ach, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war hier. Ja, dann machen wir jetzt mal bei der Hauptstory weiter, ne? Zeit wird's ja. Ich sitze hier schon eine Stunde, ne? Und kaum was gerissen. Jetzt spielen wir mal wieder richtig. Ja, als wär's die Androiden zu killen, als wäre das nicht richtig gewesen. Wenn jetzt hier neue sind, ne? Dann kriege ich aber einen Anfall. Die würde ich dann oft irgendwie aus dem Weg räumen. Oder ich würde vorbeirennen wahrscheinlich. Wir wissen ja, dass es hier nichts gibt. Das hat mir jetzt nicht gefallen, wie das hier gerumpelt hat. Alter, was ist denn los? Das ist mal gar nicht okay. Naja, aber solange es nicht Beep macht, soll es mir recht sein. Okay, natürlich in diese Richtung, ab zu Seeksen Communications, damit wir auch endlich mal wieder ein bisschen vorankommen, ne? Wir müssen den Fahrstuhl nehmen, genau. So, dann sind wir wieder beim Transit. Sehr gut. Hat leider wirklich nichts gebracht. Hey, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und ein Medikit gekriegt. Na, vielleicht sollten wir uns da mal einen gönnen, weil ein bisschen Gesundheit haben wir ja auf jeden Fall eingebüßt und na, für kleine Stürze oder sowas könnten wir es vielleicht gebrauchen. Was mit der Verbindung passiert was? Ist, als wir an die Raffinerie angedockt haben. Hä? Ich sage Ihnen gerne, was passiert ist. Warum sagt er mir das? Wir halten hier alles mit unseren bloßen Armen zusammen. Ich habe doch nur das Level gewechselt, mehr nicht. Hat jemanden vom
Das ist nochmal die Meldung von der Nostromo, ne? Aber das hatten wir doch alles. Ah ja, ich erinnere mich. Eine ganze Weile her, seit wir hier waren. Das hier wäre wieder St. Christobal oder was? Ja, nee, müssen wir nicht haben. Ja, Parker, halt mal die Klappe. Jetzt muss wieder richtig geaggert werden hier. Dadurch? Echt? Puh. Zum Glück haben wir da wirklich noch den Zielgeber, ne? Ich meine, so hätten sie Albtraum noch mal schwerer machen können, hätten einfach den Zielgeber weglassen können. Aber das wäre dann noch der totale Overkill gewesen. Ich glaube, das wäre auch mir dann too much. Da erst du dann noch zigfach durch die Gegend und weiß nicht, wo du hin sollst, ne? So, okay. Ah, da ist der Mann, der irgendwas im Hals stecken hat. War das nicht... Ah, das können wir jetzt öffnen. Ja. Revolvermuni! Ja! Ja! Okay. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. 8382, das sollte ich mir aufschreiben irgendwo. Los, wo? Habe ich hier noch was zum Aufschreiben? Ja, schreiben wir es auf die Treiber des neuen tollen Joysticks, den ich mir geholt habe. 8382, weil da weiß ich nicht, das haben wir, glaube ich, noch nicht eingesetzt, ne? Ich glaube, wir haben das Terminal zwar schon mal gelesen, aber ja, sonst nicht, ne? So, sollen wir jetzt dahin? Weil das können wir jetzt aufschweißen. Ich habe Angst, dass da vielleicht dann auch schon wieder ein Android hinten dran steckt, aber auf der anderen Seite, no risk, no fun, ne? Boah, ein extra Schuss Revolvermunition. Boah, das war wirklich wie so ein verfrühtes Weihnachten. Damit habe ich jetzt irgendwie eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Ach, ist das hier... Ah, das war zu und dann braucht man noch den Code. Okay, und was bringt uns diese Scheiße jetzt hier? Ja, gehen wir erstmal durch den Lüftungsschacht, bevor wir ganz laut schimpfen. Weil das wirkt auf mich jetzt doch ein bisschen unnütze. Wer weiß, vielleicht kommen wir in einen neuen Raum, in den wir wirklich vorher noch nie rein konnten. Ach, ich soll hier entlang. Ach nee, ich will da nochmal zurückgehen. Vielleicht ist da hinten ja auch noch was. Außerdem habe ich auf eine Speicherung irgendwo gehofft. Nochmal einfach so. Wir sind ja jetzt nicht weit gerannt, aber wichtig wäre es mir gewesen. Tatsächlich, das ist der offizielle Weg hier. In dem Bereich könnte ja auch noch was rumfliegen, ne? War das schon so? Oh, ja, ich erinnere mich. What? What, die haben was dabei. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Ethanol verbaut. Jetzt haben wir eine Sprengkapsel extra. Da können wir vielleicht da noch eine Rohrbombe oder so? Sprengkapsel. Ja, jawoll. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Mist, aber das Ethanol habe ich nicht verbauen können. Ich wollte ja das Ethanol noch verbauen. Scheiße. Ja, ich erinnere mich, gegen die hat man ja gekämpft. 3 Revolvermuni! Oh, das ist ja wirklich wie Weihnachten. Oh, wir werden nicht beschenkt. Oh, Leute. Oh, Mann, die beste Idee, wirklich hier nochmal hinzugehen. Genau, hier war auch ein Terminal. Ich glaube, sonst lag hier nichts rum. Nichts weiter Interessantes. Boah, oh, Mann, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Dass wir nochmal so beschenkt werden, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, ne? Ja, jetzt habe ich leider eine Sprengkapsel mehr ausgegeben, weil ich wollte 2 auf Lager halten, aber habe dann mit dem Ethanol, hab's im Kopf total durcheinander gewürfelt. Das können wir nicht öffnen, schade. Ich glaube allerdings im Untergeschoss, da hat man ja damals das Alien-Rennen gesehen, da gab's, glaube ich, nichts zu mitnehmen. Hier, ja genau, das ist dieses Untergeschoss, das ich meine. Ich glaube, da gab's nichts für uns zu holen. Hinter der Tür, ich weiß nicht, gab's da noch was? Die Geräusche machen mich schon wieder paranoid, obwohl ich ja weiß, dass kein Alien da sein sollte. Ja, da ist nur ein Aufzug. Nee, okay, dann ist es gut. Wir haben jetzt nachgeguckt, wir haben uns nochmal bereichert. Wir haben wieder 11 Kugeln. Das ist toll, habe ich überhaupt ganz geladen? Ja, ich habe ganz geladen, okay. Weil man lädt da ja immer Patrone um Patrone einzeln nach. Da wollte ich sicher gehen, dass auch 6 Kugeln im Lauf sind. Also in der Trommel. Ach, was erzähle ich denn für eine Scheiße hier? Boah, aber ich bin echt glücklich hier. Dass es so gut gelaufen ist. So, und jetzt, ja. Unser lieber Ricardo hat uns gesagt, da wären Androidenbewegungen. Das heißt, wir kriegen es wohl nochmal mit Androiden zu tun. Vielleicht treffen wir aber ja Samuels früh genug, dass er uns irgendwie helfen kann, ne? Gibt's da unten was? Ich hoffe, wir fallen nicht runter. Das wäre so ein typischer Jumpscare, ne? Nein, hier im Moment nicht. Okay. Geht das auf? Geht das auf? Es geht nicht auf, ne? Nee.
Ich habe extra E gedrückt, es geht nicht auf. Ja, hier können wir hochklettern. Ach, das gefällt mir nicht mit so einem Schacht hier. Da geht doch irgendwas wieder schief. 100%. Oder es kommen so Leute in Tarnanzügen, die sich ganz unsichtbar machen können, wie bei 4, ne? So Predator-like. Oh, jetzt wackelt's hier. Wetten! Ja, ja, natürlich! Wir krachen hier irgendwie runter oder irgendwas passiert. 100%. Da, ich wusste es doch! Ich wusste es doch! Zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch! Aha, ja, jetzt gibt's mal einen ganz uneleganten Schnitt. Da soll euch aber so ein bisschen Spannung aufbauen. Denkt ihr, Ripley fällt runter oder kann sie sich hochziehen oder passiert was ganz anderes? Das lasse ich euch jetzt mal offen. Und sagt mir bitte, ob ich das Looten das nächste Mal doch lieber offscreen machen soll oder ob euch das jetzt gar nicht gestört hat, dass ein Großteil der Folge halt einfach nochmal ein Ablaufen eines altbekannten Gebietes war. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder überschwänglich für jeden, der hier reingeklickt hat und der sich das bis zu Ende angeguckt hat. Ihr holt voll ab mit Salami und Leverkäse.